Nice. Geil. Wow. Das ist ja rot. Urian Fanbox. Gibt's nicht nur als CD, nicht nur als Vinyl, sondern auch top hier als bedruckte Pappschachtel. Ja, Spaß beiseite, wir sehen das wirklich gerade zum ersten Mal. Das habe ich schon mal in der Hand gehabt. Nice. Eine von mir handbedruckte Tasche, da kann man zum Beispiel was reintun. Eine CD, noch eine CD, noch eine CD. Oder auch das Album als Kassette. Diese Kassette hat aber auch eine Hörspielsammlung. Pack mal aus. Ich sehe das dann. Das sah so raus. Nice. Geil. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Kassette in der Hand gehabt habe. Das ist der Sound einer Kassette. Klappert. Genau, auf der ersten Seite ist das Album, auf der zweiten sind die Hörspiele. Das Album kommt natürlich als CD. Und natürlich als ganz wichtig, limitierte Vinyl-Edition. So sieht das von innen aus. Artwork und auf der Rückseite sind die Texte. Und ja, innen drinnen. Boah, das ist ja rot. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Sieht man das so irgendwie? Mit einer Zeichnung von Mo, ja, kurz nach dem Aufstehen, den wir in Berlin gespielt haben beim letzten Mal. So, und hier habe ich noch was. Auf diesem Stick befindet sich ein Text-Adventure-Game. Was Nils höchstpersönlich programmiert hat. Mit unseren Fans zusammen. Richtig. Eigentliche Bonusmaterial besteht darin, dass man in diesem Spiel Material freischalten kann. Unter anderem sind das Instrumentalversionen, ganze Song-Stems. Es sind auch ein Haufen unveröffentlichte Song-Demos drauf. Also Material, was wir nie veröffentlicht haben. Songs, die zu tatsächlichen Songs werden könnten. Und was ist noch alles drauf? Auch alte Song-Versionen, also Songs, die vielleicht in ihrer ursprünglichen Version ganz anders gedacht waren. Und manchmal ist auch einfach nur Quatsch drauf. Das ist immer ganz wichtig bei uns. Richtig. Also das ist ein Text-Adventure. Text-Adventure sind frühe Formen von Computerspielen. Und traditionell waren bei diesen Text-Adventure immer noch so kleine Gimmicks mit dabei, die man brauchte. Zum einen als Kopierschutz und zum anderen auch, damit man so ein bisschen weiß, was man im Spiel machen muss. Und teilweise auch waren da noch so Tipps hinterlegt. Wir haben es in Form einer Zeitung gemacht. Also hier ist eine Zeitung dabei und die ist nicht einfach nur so dabei, sondern die braucht man, um dieses Spiel zu spielen. In diesem Spiel begleitet man uns am Tag unserer fiktiven Release-Show im Hannover Musikzentrum und hilft uns dabei einzuladen und den Anhänger anzukoppeln und muss eben Rätsel lösen. Und die Belohnung dafür, wenn man so ein Rätsel auch gelöst hat, ist, dass man eben dieses von mir gerade erwähnte Bonusmaterial bekommt. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz diese Zeitung. Die H-Town News. Also keine wirkliche Zeitung, sondern was Nein. Computerspiel ist. Und hier sind allerlei Tipps, das sollte man sich da mal in Ruhe durchlesen. Ja. Und auch der Kopierschutz, den man eben braucht, um dieses Spiel überhaupt spielen zu können. Gut, jetzt machen wir mal hier diese, gucken wir jetzt mal an diese Vinyl. Da kann man, seht ihr mich noch? Was ist das für eine Farbe, Moritz? Hab ich wieder vergessen. Nee. Coke Bottle Clear. Ja, jetzt muss ich sagen. Genau, die ist aber nicht in der Box drin. Nee, die muss man danach extra kaufen. Ja, das ist die limitierte Long Branch Vinyl. Kann man mal kurz erzählen, welche Hörspiele alle drauf sind? Hörspiele. Die Autofahrt, der Soundcheck, der neue Song im Studio, der fiese Husten und mein absolutes Favorite, das Umparken. Beruhen alle auf so einigermaßen wahren Begebenheiten. Ich will dir mal überlegen, wer alle Rollen gesprochen hat. Ja, das ist die Box, liebe Leute. Kaufen. Ist geil. Zieht euch das Album rein, checkt es aus. Wir würden uns mega freuen. Thanks.